Es wird heiß bei Super Mario Odyssey, denn bei Bowsers Verfolgung landen wir im Wüstenland. Oder doch nicht? Willkommen zurück in der zweiten Folge vom Super Mario Odyssey Let's Play. Heute bereisen wir das Wüstenland und ich glaube, es wird sehr heiß. Stabil, Bruder. Ja, wenn das mal nicht eine schöne Art ist, in ein Wüstenland zu reisen. Besser geht's nicht. Na, wie gefalle ich dir als Kapitänsmensch? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssee holen wir ihn in 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, könnten wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Stampfattacke. Um mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft, um mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Oh. Okay, das ist natürlich geil. Können wir uns alles Mögliche anschauen. Die Steuerung, Basisaktionen, die ganzen Moves von Mario, was ja auch richtig geil ist in diesem Spiel. Auf jeden Fall schon mal Kaba-Aktionen. Haben wir was vergessen zu covern, hä? Die Stromleitung? Fehlt denn nicht die Stromleitung? Die haben wir doch aber gekapert. Und Bonus-Reisetipps gibt's hier tatsächlich auch noch. Also das Spiel ist voll gefüllt mit Infos. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wird auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt's, den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehen würde. Ein Ring wäre hier also? Interessant. Wüstenland, Brutzelebene. Geiler Name. Oben auf dem Ruinenturm. Geil, 2D-Sektion. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt. Und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist es etwa ein Powermond? Tatsächlich, Kirby. Lass uns den doch direkt mal holen, aber was machen die ganzen Einwohner hier? Warum springen die so umher? Ja, wir können ja gleich mal die Stampfattacke ausprobieren. Wenn man die nämlich auf den Boden macht, dann kann man da auch noch höher springen. Diese Münzen kann man nur in diesem Land ausgeben. Davon haben wir auch schon welche im Kaskadenland letzte Part gefunden. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut den unbedingt noch an. Mir ist so kalt. Aber was ist hier nun passiert? Alles verfror einfach ein. Ach du Scheiße. Springt ihr, um euch aufzuwärmen, oder was? Ich meine, hier sind doch überall Häuser. Geht doch in euer Haus. Naja, aber was ist denn das? Crazy Cap. Wir kommen in unseren Shop. Was? Da ist sogar noch Mond.
In dem Schrank sind deine Klamotten. Du kannst dich jederzeit umziehen. Umziehen? Okay, was geht hier ab, Alter? Herzlich willkommen. Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt Münzen und deine Münzen. Münzen kannst du überall einsetzen. Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Stabile Anleitung. Lol, wir können uns ein Boot kaufen, geil. Dann machen wir das dann direkt mal. Willst du das haben, ne? Ja, klar. Oh, 100, echt scheiß Preis, ne? Da hole ich mir lieber den auf der Turmspitze. Aber egal, Einkaufsbummel in der Brutzelebene. Und was hast du? Ach, bei dem können wir die lila Colts ausgeben. Ey, wir können uns ein Sombrero-Outfit holen. Braucht man nur noch 4 Coins, dann können wir uns gleich beides holen. Aber was ist jetzt hier mit dem Schrank? Ah, okay, hier können wir dann die Sachen austauschen. Ja, cool. Ich kenne das natürlich alles schon. Ich habe euch ja im letzten Part gesagt, dass ich das Game schon mal gespielt habe. Und das ist ein Real-Let's Plays. Aber da wollen wir nicht weiter drüber nachdenken. Ich möchte trotzdem so wirken, als würde ich das erste Mal spielen, weil ich das einfach geil finde. Gekalt! Jetzt wird niemand mehr unsere Eisbecher kaufen. Nee. Da habt ihr euch bestimmt den falschen Tag ausgesucht. Aber es sind jetzt auch keine Eisbecher, das sind jetzt gefrorene Becher. Reisetipp, ducken. Wenn du etwas Interessantes entdeckst, was deinem Zugriff durch eine niedrige Decke entzieht, dann drücke ZL, um dich zu ducken. Auf diese Weise kannst du dich sogar vorwärts bewegen. Aha. Dann klauen wir uns jetzt mal den Mond im Shop. Let's go. Da habe ich doch schon was gesehen. Genau. Easy. Den könnt ihr nicht für so einen Scheißpreis verkaufen, ne? Hey, mag das nie wieder! Wenn du so dringend etwas kaufen möchtest, dann komm doch wie jeder andere auch durch den Vordereingang herein. Mensch, chill doch mal. Ich wollte nur den Mond, weil ihr so einen Scheißpreis habt. Guck mal, deren Kopfbedeckung ist dreimal so lang wie die selber. Du bist auch genau wie der andere, ne? Seid ihr irgendwie Geschwister? Gibt's ja gar nicht. Oh, ein Plakat, schnell weg damit. Und hier haben wir Schnackelchen. Der kann uns tatsächlich die Titel der Monde spoilern. Und somit können wir uns dann Hilfen holen, wo Monde sind. Aber ich glaube, da gehen wir dann später mal hin. Erstmal schauen wir, was in hier ist. Okay, hier wird auf jeden Fall was. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibrationen, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Ja, ich weiß natürlich, wo er ist. Ich mach das doch nicht zum ersten Mal. Aber ganz ehrlich, so ein Spiel muss man mehrmals durchgespielt haben. Okay, und ich höre ihn ja schon hier die ganze Zeit funken und glitzern. Hier haben wir noch Blick über die Wüstensiedlung. Ja, und das war dann schon der vierte Mond. Geht schnell, aber was wir hier auch haben, Leute, ist ein Adler! Und, ach, ich schaffe das immer nicht sofort, aber wenn man den mit Cappy berührt, dann wird aus dem ein Mond. Und man sieht es ja auch, der funkelt so ein bisschen. Und diese Stromleitungen hier können wir auch kapern, wie die beim Kaskadenland, und uns dann schneller fortbewegen. Und hier sehen wir auch, es ist alles vereist und wir können nicht gucken, was mit dieser Rakete da ist. Aber wer bist du bitte? Ich hab den Checkpoint nicht. Ha, geil. Solltest du dich verlaufen, geh einfach in die Richtung von dem großen glühenden Licht, ja? Ja, ja, klar, mach ich. Danke. Ich würde sagen, das tun wir jetzt auch mal direkt. Aber was hast du hier? Komm schon, Taxi, ich warte schon seit einer halben Ewigkeit. Vor allem im Eis. Weichei. Oh, hier haben wir noch ein paar lila Coins. Warte mal. Ihr braucht noch eine lila Coin, damit wir uns dieses Sombrero-Outfit holen können. Ach komm schon, müssen wir dafür jetzt ernsthaft mal weggehen? Ja toll, hier sind welche eingefroren, danke. Naja, dann gehen wir doch erstmal weiter. Hallo, was hast du? Diese seltsame Brautpaar ist vorhin in die Ruinen rein und seitdem noch nicht zurück. Warum frierst du eigentlich nicht? Ich hab schon wieder einen Reisetipp. Schau mal, was das Fußspuren. Oh mein Gott! Hilfe! Das Vieh ist wirklich mächtig. Reisetipp, Hechtsprung. Wenn du richtig weit springen oder noch schneller, als es beim normalen Rennen möglich ist, sein möchtest, dann renn, duck dich und spring.
Ja, das klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Du machst einen Hechtsprung und hüpfst davon. Ja, genau, ja. Aber den Hechtsprung kenne ich eigentlich mit Kopf nach vorne, ne? Vollgeist, da sind wir uns doch alle einig. Ein paar kleine Goombas. Schade, dass ich jetzt nicht den Frosch aus dem Loot Kingdom habe. So, und hier haben wir noch die Karte. Das können wir uns ja auch mal angucken. Hast du einen Rücksetzpunkt aktiviert, kannst du das entsprechende Symbol auswählen und mit A dorthin fliegen. Ja, dann können wir uns jetzt zum Beispiel wieder zu der City porten. Oder eben hier, wo wir gerade sind. Da sieht man bloß nicht so gut, dass da jetzt ein Checkpoint ist, weil wir genau da stehen. Zur Odyssey können wir uns immer porten. Und wir sehen so wichtige Sachen wie den Shop. Ein Jackpot-Spiel, da waren wir noch gar nicht. Ist auch noch ein kleines Minigame. Und ein Kreuz, wo wir eben hin müssen. Aber was wir auch sehen, ist das hier. Und ich würde sagen, das schauen wir uns einfach mal nach und nach immer weiter an. Wir legen mal los. Brutzelebene, das Tor zur sprödenden Schönheit der Wüste. Dichte, Mittel, Topografie, ausgedehnt. Einheimische Brutzteken. Brutzteken und dröhnt Goleten. Geil. Währung pyramidenförmig. Industrie, Tourismus, Edelsteine. Temperatur durchschnittlich 40 Grad. Ein Witz. Also ich glaube, dieser Durchschnitt verändert sich gerade sowas von schnell. Da kommen die gar nicht hinterher. Deswegen steht da auch noch 40 Grad. Aber was ist das hier? Tatsächlich ein Fernglas, was wir kapern können. Wie geil. Jetzt können wir uns hier umsehen. Wir können zoomen und sehen, da oben ist auch ein Powermond. Und Alter, da kommt schon wieder der Adler. Aber what the hell is das? Lila Coins, geil. Also jetzt bin ich motiviert. Let's go. Oh mein Gott, Treibsand. Sterben wir da direkt? Oh, das gibt es aber nicht. Wird er das hier noch haben? Da drüben ist ein Knopf. Aber da kommt man natürlich auch jetzt schon ran. Ja, kleine Abkürzung, wenn man die Moves drauf hat. Aber wir wollen natürlich alles von diesem Spiel sehen, weil es einfach wunderbar ist. Ja, und wir können hier auch einen Kugelwilli capturen. Ganz normale Sachen, Bruder. Na, lass ihn mal hier auf die Blöcke fliegen. Irgendwo müsste hier... Ah ja, genau, da hinten. Da ist nämlich einer, wo es glitzert. Also wo ein Mond drin ist. Und dann kann ich euch gleich noch das nächste Secret auch noch zeigen. Wir können hier beschleunigen. Im Innern eines Blocks. Okay. Geil. Also. Aber was ich euch auch noch zeigen würde, mit dieser Rakete kann man, glaube ich, drei Sachen aktivieren. Oder sogar vier. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das hier auf jeden Fall noch. Auf der schiefen Säule. Wir müssen schnell zurück. Ah, Hilfe. Mann. Und was wir auch noch damit machen können. Oder ist es nur mit der anderen? Nee, nee, auch hiermit. Ist hier hinkommen. Aber hier ist jetzt noch gar nichts. Ich glaube, das kommt erst später. Ist. Jetzt sind wir dem Sand hier. Wow, wie sehen, wie springen, springen. Ich mach das schon, Cappy. Chill mal. Oh, Duell. Wo über mir. Okay, weil da hinten ist nämlich auch noch ein Mond. Und irgendwie kommt man zu dem hier auch noch hin. Ich glaube, das war auch mit einem Kugelwilli. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, mit welchem. Gibt es auf jeden Fall mehrere in diesem kleinen Gebiet hier. Kleinen Ruinen. Reisetipp, Stampfattacke. Hä, hatten wir das nicht schon mal? Ja, das hatten wir doch schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Okay, aber was ist das da für ein Loch, Leute? Aber erstmal, hier ist Secret. Die Pixel Peach gibt uns ein Herz, was wir natürlich gerade nicht brauchen. Mega, ich will wissen, was hier in diesem Loch ist. Oh mein Gott. Einfach eine komplette Eiswelt darunter. Also da braucht man sich doch nicht wundern, dass es da ein bisschen kalt ist. Ja. Naja, es ist immer noch unter der Erde. Aber... Auf jeden Fall gibt es hier auch lila Coins. Und solange es die gibt, hat es sich doch schon gelohnt, ne? Ich glaube, ich werde auch direkt mal
nach diesem Kapitel nochmal zurück zum Shop mich teleporten, dass wir mal dieses geile Sombrero-Outfit uns holen können. Oder vielleicht am Anfang des nächsten Parts mal sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall wieder einzuschalten, denn dieses Spiel bleibt wirklich durchgehend spannend und interessant. Ja, hier oben gibt es auf jeden Fall auch noch ein Secret, aber ich glaube, da kommt man nur von der anderen Seite hin, das zeige ich euch dann gleich. Ja, hier sind nämlich nochmal solche Blöcke und man kann in dem Game ja auch Walljumps machen, die können wir jetzt gleich mal verwenden, wenn diese Blöcke hier unten sind, oder wie kann man die überhaupt nennen? Muss man gucken, dass das hier andockt, aber wenn es das tut, dann ist es perfekt. So erreichen wir zum einen den Secret Moon hier oben. Denn man muss wissen, in jedem solcher Räume, die kommen ab jetzt häufiger in dem Spiel vor, Schatz der Eishöhle heißt der Mond, gibt es zwei Monde. Oder ich glaube zumindest fast jedem, aber ich denke jedem, ja. Nämlich einen Secret Moon und einen, den man am Ende kriegt. Und das ist das Secret, was ich meinte. Da kommt man nur mit einem Sprung auf Cappy hin, den ich jetzt natürlich gleich wieder verkackt habe. Ja, der Sprung ist gar nicht so einfach. Am besten man guckt einfach auf seinen Controller, sodass man den linken Stick auch gerade nach vorne macht, weil das ist am wichtigsten bei dem Jump. Egal wie oft ihr stirbt, ihr verliert ja Münzen beim Sterben, aber sobald ihr die da habt, habt ihr immer noch Plus, glaube ich. Ja, okay. Ist ja die Brücke wie über 10 Versuche. Ja, ich glaube, wenn ich es jetzt zum ersten Mal gespielt hätte, dann hätte ich es auch irgendwie 10 Versuche oder so gebraucht, auf jeden Fall. Weil dieser Move ist schon echt nicht einfach. Okay. Ah, schnell! Oh, ganz schön knapp. Aber hier gibt es gar keinen Mond am Ende. Es gab nur den einen. Dann war das vielleicht sogar der am Ende. Ah, nee, das hier soll der am Ende, glaube ich, darstellen. Der Schatz der Mioxiroiden. Oder doch nicht. Egal. Aber was zur Hölle bist du? Wie geht's dir? Ich bin das Mioxi, von dem du sicherlich schon gehört hast, ne? Wenn du möchtest, stehle ich dir 30 Münzen und ich stehe dir zur Verfügung, ne? Was sagst du? Ja, na gut. Du brauchst mir die nicht stehlen. Ich zahle die auch so. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, ne? Reiten wir los! Bist du ein Urlauber? Dann ist die Kopfsteinpyramide ein absolutes Muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Ich biete Lust, sobald du aufgesessen bist. Aber halt dich ordentlich fest, ich bin schnell wie der Wind. Naja, wenn du das sagst. Ah! Ich wollte auf den Checkpoint, Schilder! Oh mein Gott, aber was wir mit dem auch machen können, ist über diesem lila Wasser oder Lava, was auch immer das ist, zu laufen. Und das ist natürlich besonders geil. Aber ich möchte mit dem Yaozi erstmal zu einer ganz bestimmten Stelle. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt hier. Aber man kann den Yaozi tatsächlich bei jeder solcher Bänke, die haben wir ja auch schon in dieser, ja, in dem kleinen Dorf da gesehen, kann man den rufen. Und dann ist er wieder da. Nämlich ist hier hinten auch ein kleiner, ja, ich würde schon sagen Secret Moon. Für die Mioxi. Ach so, das können wir noch gar nicht holen, ne? Naja, dann schauen wir uns diese Insel hier noch an und dann gehen wir in den nächsten Part, oder? Mal sehen. Hier ist auf jeden Fall noch ein See. Da können wir später auch noch was machen. Echt hübsch und auch echt frostig. Aber da möchte ich euch jetzt noch nichts von verraten. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal Noten. Die gibt es auch in diesem Spiel. Die muss man halt einfach nur, wie in jedem Mario-Game, wo es Noten gibt, schnell genug einsammeln, bevor die Zeit abläuft. Und dann kriegt man irgendwas geschenkt. In dem Fall ist es natürlich ein Mond. Und die seht ihr auch da, die Mondanzeige. Sobald wir die vollständig ausgefüllt haben, können wir theoretisch schon ins andere Land. Da muss man nicht mal die Story zu Ende gespielt haben. Aber wir spielen auf jeden Fall in jedem Land die Story zu Ende. Und holen uns, wenn wir die Story completely durchgespielt haben, dann noch in jedem Land die volle Mondpunktzahl. Da habe ich richtig Bock drauf. Naja, mal schauen, was hier so ist. Warum sitzen da überall Vögel? Wir haben hier auf jeden Fall eine Stampfattacke gemacht und da kommt noch ein Mond. Nice.
Ich denke, ja, ich höre ihn auch schon. Hier ist nämlich auch ein Adler. Wir haben einen über dem Dorf auf jeden Fall und wir haben hier einen. Ich glaube, es gibt sogar noch einen hier in der Wüste. Reisetipp: Mützensprung. Wirf deine Kopfbedeckung und halte Y gedrückt, um diese eine Weile auf der Stelle rotieren zu lassen. Sprinte anschließend auf sie zu und darauf, um einen großen Sprung auszuführen. Ja, das ist das, was ich in dem Untergrund jetzt schon gemacht habe mit dem ganzen Eis. Das hätte man mir auch vorher mal sagen können. Aber im Prinzip funktioniert das so und so können wir uns hier auch den Coinring holen. Ja. Ich glaube, mehr gibt es hier jetzt erstmal nicht bei der Insel. Bis auf den Adler, aber der ist gerade schon wieder nicht hier, oder? Naja, ich warte einfach mal auf der Palme auf ihn. Na, wo bist du, Adler? Komm raus. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Und das ist der von dem Dorf und der Lagune hier. Das könnte auch sein. Ach, dann holen wir uns den später. Gehen wir zurück in das Dorf. Hier gibt es nämlich auch noch was zu tun. Zum einen holen wir uns jetzt erstmal das Sombrero-Outfit im Shop. Das wird richtig geil. Hier bei den Lila-Coins. Einmal den Sombrero-Hut. Ja, natürlich will ich das kaufen. Und nö, umziehen machen wir mal im Schrank. Wir würden den ja uns auch mal anschauen. Und dann noch diesen Überzug hier. Also wir haben ja ganz viele Kostüme, können wir mit der Zeit freischalten in dem Game. Und die bestehen halt jeweils, oh, das wird jetzt schon angezogen, sorry. Bestehen halt jeweils immer aus so einem Hut. Genau wie hier bei, auch bei dem Mario-Game, Mario-Skin. Und dem Rest, also Hose, Schuhe, Körper. Und dann haben wir hier schon auf der Karte gesehen, dass hier noch so ein paar Icons waren. Wie zum Beispiel das hier, Jackpot. Lass uns mal schauen, was da abgeht, Alter. Oh mein Gott. Geil sieht's hier auf jeden Fall aus. Spiel eine Runde J-Board. Das Spiel, das von der Brutze-Ebene aus die ganze Welt erobert hat. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wär's mit einem Ründchen? Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond. An deiner Stelle würde ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Okay, es ist zwar Glücksspiel und das hat immer so seine Risiken, aber spielen wir mal eine Runde. Jackpot kann beginnen! Ja, hier sieht es einfach so, dass wir drei gleiche Symbole haben müssen und am besten natürlich den Mond. Wenn man richtig heftig ist, macht man das von der Seite, alle auf einmal. Aber ich möchte jetzt keine 10 Münzen verschwenden. Oder, doch, komm, wir gehen risky rein! Bam! Hat doch funktioniert, ist doch alles gut. Jackpot im Wüstenland. Ja, geil. Und dann weiß ich, dass es hier links auch noch eine Sache zu entdecken gibt. Nämlich das hier. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut, yo. Check, Alter. Verrückter Poncho. Check, du bist der Party würdig. Geil. Hinein mit dir, mein Freund. Okay, richtig abgedrehter Typ hier, Alter. Du tanzt, du tanzt und du auch. Mario, was kannst du Gitarre spielen? Was geht hier ab? Und warum klingt das nicht wie Gitarre? Aber egal, solange es einen Mond gibt, ist alles okay. Tanzen mit neuen Freunden. Ja, Mann. Und, oh, da oben sind ja noch lila Coins. Ey, an die habe ich mir doch nicht gedacht, ey. Hallo? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ja. Hey, der Adler! Scheiße, ey. Jetzt bin ich ja schon wieder hier unten. Sag mal, was ist das? Jetzt, ich wollte doch nur eine ganz kleine Abkürzung nach hier oben nehmen. Hier ist nämlich auch noch was. Wo könnten wir den Samen hier einpflanzen? Alter, Cappy, bist du dumm? Hallo? Hallo? Hä? Hier funktioniert doch gar nichts mehr. Also, ich pflanze hier mal
In die Mitte. Ah, dann allerdings. Und die anderen zwei Samen können wir tatsächlich auch noch finden. Aber das machen wir im nächsten Part. Da geht's hier weiter bis hoch oben auf den Turm. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Jump on super, jump on super.